April! Rette April! Risa hinterließ bei Wonkas eine Nachricht für mich. Etwas über einen verborgenen Safe in seiner Wohnung. Lucia, der Wardtiller von Risa, kann ihn für mich öffnen, wenn ich ihr das richtige Kennwort sage. Was immer in diesem Safe ist, vielleicht wird es mich zu ihm bringen oder mich wenigstens in die richtige Richtung leiten. Olivia gab mir dazu einen Hack, den ich verwenden kann, um Schlösser zu deaktivieren. Ich werde das brauchen, um in seine Wohnung zu kommen. Wie herrlich ist es doch, wieder hier zu stehen, mitten in Jardin de Rose, mitten in Casablanca in Begleitung von Zoe. Tja, und wir haben ja nun alle vernommen, was unsere nächste große Aufgabe ist. Risa hat uns nämlich eine verschlüsselte Nachricht über Wonkas zukommen lassen, in der er uns mitteilte, dass in seinem Apartment sich noch eine Kopie seines Notebooks irgendwo aufhält. Die Frage ist natürlich, was ist in der Zwischenzeit mit Risa passiert? Ist er untergetaucht? Konnte er sich irgendwo verstecken? Oder ist er etwa bereits in die Hände der Eitruppen geraten? Das gilt es herauszufinden. Und natürlich, das wollte ich noch erwähnen, habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass sich etwas auf meinem Kanal getan hat. Ich habe den Zuwachs bemerkt, den kleinen, und ich freue mich wahnsinnig darüber und heiße euch herzlich willkommen auf diesem kleinen, verrückten Kanal. Und ich weiß, dass sich meine Aktivität hier zurzeit ein wenig in Grenzen hält. Ich habe in den letzten Tagen ja einfach nicht ausreichend Zeit dafür finden können. Ich war zu viel unterwegs und habe das frühlingshafte Wetter genossen. Aber ich brauche das auch und nun sind wir wieder gestärkt hier, mitten in Jardin de Rose. Ich denke, wir werden uns jetzt erstmal, bevor wir zu Risa gehen, noch zu unserer Lieblingsbarista bewegen. Denn ich möchte in den Genuss eines Kaffees kommen und irgendwann muss es ja mal klappen. Hey, geht's dir gut? Warum? Sehe ich so schlecht aus? Nein, ich bin okay. Hab nur letzte Nacht nicht allzu viel geschlafen. Oh, ich verstehe. Nein, nichts dergleichen, fürchte ich. Wünsche ich mir. Schade. Möchtest du einen Milchkaffee zum Aufwachen? Ich kann ihn doppelt machen. Vielleicht später. Alles klar. Ich frage mich, ob wir irgendwann wirklich in den Genuss kommen dürfen. Irgendwann musst du mir diesen doch mal gewähren. Und wer ist diese Dame, die sich hier hinter uns aufhält? Wer bist du? Plötzlich taucht sie hinter uns auf. Ich bin ganz überrascht. Naja, oder habe ich mich etwa vorgedrängelt? Dieser Herr ist uns sehr bekannt. Den haben wir ja schon mal angetroffen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Hier ist alles so gut. Vielleicht ein Brownie? Oder lieber doch einen Kaffee? Können wir auch mit ihr reden? Der freie Geldfluss zieht alle möglichen Leute nach Casablanca. Reiche Leute. Meine Sorte, Leute. Deine Sorte, Leute? Du bist mir irgendwie unsympathisch. Ich würde Casablanca nie verlassen. Nicht, bis ich etwas Besseres gefunden habe. Naja, schön für dich. Schön, dass du hier glücklich bist. Aber genau, sie ist mir vorhin aufgefallen. Dieses Gewand ist schon sehr auffällig. Knallrot. Wer ist sie? Sehr traditionell. Ich liebe diesen Teil der Stadt. Es ist kulturell so vielfältig hier. Bist du dir sicher, Zoe, dass du gerade über diese Person sprichst? Sag doch mal, irgendwie scheint sie mir etwas suspekt. Ich mag diese Nachbarschaft mehr als den Rest von Casablanca. Es ist sauberer hier und leiser. Und die Leute sind weniger gestresst. Dein Blick gefällt mir irgendwie nicht. Der hat etwas sehr Suspektes, Unheimliches an sich. Dies ist so ein netter Marktplatz. Unten in Downtown gibt es nur Einkaufszentren und Supermärkte. Ja, ich halte mich auch lieber von der Masse fern. Dahingehend muss ich dir zustimmen. Sorge dich nicht wegen der Stasis. Wenn es zum Schlimmsten kommt, können wir auch ohne Netz leben, richtig? Aha. Sorgen wir uns etwa aufgrund der Stasis? Ich wollte diesbezüglich noch erwähnen, Peter hat es mal in einem der vorherigen Kommentare niedergeschrieben, dass es sich bei der Stasis nicht um das Syndikat handelt. Ich habe diese beiden Begriffe aus irgendwelchen Gründen gleichgesetzt. Die Stasis sind quasi Störungen.
Netzwerkstörungen. Störungen, die das Netz unterbrechen. Der Name spricht auch für sich, wenn man mal genauer überlegt. Das war es eigentlich auch schon. Wir sollten uns weiter bewegen. Oder hast du noch irgendetwas zu sagen? Ich mag diese Nachbarschaft mehr als den Rest von Casablanca. Gut, das war's dann wohl. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Was stand denn da? Verdammt, ich hab's so spät gesehen. Auf jeden Fall ist hier wieder Bewegung en masse. Können wir mit dir noch reden? Ich kenne sie nicht. Sie ist die Zwillingsschwester von dieser etwas arroganten Dame, die sich vor unserem Lieblingscafé befindet. Wir haben eine Aufgabe, wir sollten nicht trödeln, aber wir sollten achtsam sein und weitsichtig. Das war mein Plan. Ob es mir gelingen wird, das werden wir sehen. Hat sich hier etwas verändert? Ich denke nicht, nein. Wenn euch etwas auffällt, schreibt es bitte nieder in die Kommentare. Es kann wohlmöglich passieren, dass ich immer etwas verpasse. Risa lebt jetzt seit fast 5 Jahren in diesem Haus. Ja, eine halbe Dekade. Da sind wir wieder. Ich bin ein wenig aufgeregt. Und ich bin ganz froh, dass Liv, unsere beste Freundin, uns diesen Special Hack auf unser Handy gespielt hat. Wer bekommt denn heutzutage noch Briefe? Ich meine, richtige. Ich denke schon, einige Leute. Also ich kann es mir sehr wohl vorstellen. Back to the roots. Ich glaube nicht, dass Risa in den 5 Jahren, die er hier lebt, auch nur einen einzigen Brief bekommen hat. Vielleicht kennst du ihn aber einfach auch nur nicht gut genug. Okay. Könnt ihr euch noch im letzten Part an diese Katze erinnern? Sein Apartment ist abgesichert. Scheinbar. Die Leute vom Ei haben eine Klammer an Risas Tür befestigt. Die machen keinen Spaß. Die werden wir mit Sicherheit auch nicht abbekommen. Ah, und wie ich sehe, können wir unser Handy direkt mit dieser Klammer, in Anführungsstrichen, ja, mit dieser Klammer verbinden. Und uns, ja, in diese hineinhacken. Aber das machen wir gleich. Kleinen Moment noch. Ich will nur sicher gehen, dass die Nachbarn außer Haus sind. Und das sind sie tatsächlich. Ob wir hier aus diesem Fenster noch etwas Interessantes entdecken könnten. Aber es hat sich nichts getan und oh, dieses Feld hier oben oder diese Infobox, wie auch immer man sie nennen möchte, stört mich ein wenig. Naja, dann probieren wir es. Wie war das nochmal? So. Drücken Sie, während das Handy ausgewählt ist, um die Türklammer zu hacken. Was soll ich drücken? Die Symbole werden mir einfach nicht angezeigt. Wahrscheinlich ist mein Gamepad irgendwie mit diesem Spiel nicht kompatibel, was auch immer. Also, bezüglich der Anzeigen, meinte ich. Ansonsten klappt alles wunderbar. Die Leute vom Ei haben eine Klammer an Risas Tür befestigt. Ich hab's ja kapiert. Falscher Knopf. Okay. Dann geht's los. Lasst mir doch ein wenig Zeit. Auf manuellen Wege kriegen wir sie nicht geöffnet. So, nochmal. Halte ich mich irgendwie falsch auf? Oh Leute, stell mich einfach zu blöd an. Es tut mir echt leid. Ich stehe in der Nähe dieser verdammten Tür. Dieses Spiel lässt mich ja einfach nicht. Ah, okay, jetzt. Ja, das erste Symbol haben wir und ich sehe auch schon das zweite. Ich muss mich beeilen, weil ich glaube, die ändern auch ihre Position hier, inmitten des großen Feldes. Yes. Endlich. Ich brauche definitiv mehr Praxis. Ja, Zoe, ich habe den Wink verstanden. Der Weg ist jetzt frei, wunderbar. Risas Apartment. Das hoffentlich nicht auch von innen bewacht wird oder gesichert wurde. Nicht, dass da irgendwelche Minen ausgelegt wurden oder anderes Zeug. Ich glaube, ich sollte vorher nochmal speichern. Das wäre ganz sinnig.
ich muss zugeben, ich bin nicht der größte Fan von Minispielen innerhalb von Adventures, aber hierbei handelt es sich ja nicht um ein typisches Point-and-Click. Wichtig ist mir auch, dass sie auch nicht in übertriebener, wiederholter Form vorkommen, also dass es nervig wird. Aber auf diese Art und Weise, wow, ich habe gar nicht viel gemacht. Warum ändert sich jetzt die Kamera? Das passiert wohl, wenn man zu lange rumtrödelt. Lasst uns nicht weiter schnacken, auf geht's. Ich bin schon wieder ganz doll aufgeregt, müsst ihr wissen. Und da ist er, unser Red Wonkers oder auch Wartilla genannt. Das ist der übergeordnete Begriff. Ja, und sie haben seine ganze Wohnung im Vollen durchwühlt. Kein Möbelstück steht mehr auf seinen Beinen oder auf seinen Füßen. Zoe! Zoe, Zoe, Zoe. Ich hab's geahnt. Sie haben eine Wächterspinne in Risas Wohnung zurückgelassen. Ich werde eine Möglichkeit finden müssen, sie unbrauchbar zu machen, damit ich an Risa safe komme. Zudem hat die Spinne Lucia gebraten. Hoffentlich kann ich Risas Wartilla wieder reparieren. Das bedeutet nichts Gutes. Diese Spinne scheint auf arge Bewegung oder weitläufige Bewegung, schnelle Bewegung zu reagieren. Wir sollen sie ausschalten. Mittels unseres Handys müssen wir uns in diese Spinne hineinhacken oder brauchen wir anderes? Wie war denn jetzt noch immer unser Schleichmodus? Da haben wir ihn. Oh je, Leute, ich brauche wirklich definitiv mehr Praxis. Ich war auch nicht in der Kampfsporthalle, muss ich zugeben. Ich war nicht bei Jamar. Da ist sie, Sie trägt eine Art Logo, ein goldener Löwenkopf. Oh Gott, das ist ja... Wartet mal. Aber wir können nicht mit dieser Spinne interagieren, das funktioniert nicht. Dann werden wir uns mal ganz... Nein. Tja, so schnell kommt man zu Tode. Ich denke, wir sollten uns weit entfernt von ihr bewegen. Also quasi, ja, entlang der Wand. Ich hoffe, sie kriegt nichts mit. Wir können diese Spinne nicht hacken. Aber irgendwie müssen wir sie doch ausschalten können. Lucia ist komplett zerlegt. Die Arme? Warum sagst du das in so einem freudigen Ton? Ich muss hier vorbei. Nein. Oh Gott, diese Spinne hat uns direkt im Fokus. So könnte es klappen. Ja, nein. Na toll. Was bedeutet das? Sie hat unsere Bewegung wahrgenommen, konnte uns aber nicht direkt orten oder identifizieren. Wir sollten uns weiter schleichend hier aufhalten. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, jetzt hiermit zu interagieren, aber das klappt eh nicht. Für den Moment bin ich etwas besorgt. Ja, nicht nur du, Zoe. Wir sollten mal unseren Kamerawinkel ändern. Noch sind wir außer Reichweite. Wir müssen ins Bad. Oder in die Küche. Wasser ist doch brauchbar. Damit können wir sie doch erstmal kurzzeitig zur Strecke bringen. Wie ich Risa kenne, dürfte nur übrig gebliebene Pizza und Bier im Kühlschrank sein. Kein Wasser? Es wundert mich, dass sie seine Wohnung nur so spärlich untersucht haben. Wären sie professioneller vorangegangen, wären sie schon längst an die besagte Kopie gekommen. Risa mag es, wenn es hier drin dunkel ist. Auf irgendeine verschrobene Weise erinnern mich die Eitruppen an die Boryokuden bezüglich ihrer Durchsuchungsfähigkeiten. Okay, so könnten wir es schaffen. Ich will erstmal diese Spinne zur Strecke bringen, damit wir uns frei bewegen können.
Oh, ich weiß wiederum nicht, ob das gut ist, was wir gerade getan haben. Ja, super. Dieses Bedienungsfeld kontrolliert hier alles. Von der Wassertemperatur bis zum Audiosystem. Yes. Und schon bist du gefangen. Ja. Guter Job, Zoe. Du bist auf dem besten Weg, eine Geheimagentin zu werden. Aber jetzt muss ich eine Möglichkeit finden, Lucia zu bestechen, damit sie den Safe für mich öffnen kann. Beziehungsweise sollte ich sie erst einmal wieder zusammenbauen. Dann haben wir jetzt freie Bahn. So, dann gucken wir uns erstmal um. Können wir vielleicht diese Musik auch... Die nervt mich ein wenig. Und da bin... Dieses Bedienungsfeld kontrolliert hier alles. Von der Wassertemperatur bis zum Audiosystem. Ach, wie schön. Aber die Tür können wir schließen, oder nicht? Die Badezimmertür. Na, dann nicht. Risa hat nicht gerade den besten Musikgeschmack, muss ich einfach mal sagen. Ich habe viele Nächte in diesem Bett verbracht. Es ist sehr komfortabel. Und federt ziemlich. Ja, du musst es ja wissen, Zoe. Mehr sage ich nicht dazu. Ich bin kein bisschen müde. Ja, wir wollen uns jetzt ja auch nicht schlafen legen. Ich habe gedacht, sie nimmt die Decke an sich. Unser Inventar ist spärlich, sagen wir mal, gefüllt. Da ist nichts. Risa würde nichts von seiner Arbeit auf dieser Konsole haben. Vor allem keine überaus wichtigen Informationen, die in die Hände der Eitruppen geraten könnten. Können wir jetzt Lucia reparieren? Ach, die Arme. Ich hoffe, es ist noch möglich. Arme Lucia. Die Batterie von Lucia und ihre Prozessoreinheit sind von der Spinne total gebraten worden. Ich muss Ersatz für beides finden. Das bedeutet, dass wir entweder unseren Wonkers dafür benutzen oder nochmal einen Blick in Livs Laden werfen. Ich meine, die hat ja genug Wonkers. Ich meine, Wattilla ist zur Verfügung. Ich habe Lucias Energieversorgung und ihr Gehirn entfernt. Nun ist nichts mehr da, außer mechanischen Teilen. Also im Grunde lebst du noch. Schnell raus hier. Noch ist der Weg frei. Freie Luft zum Atmen. Das bedeutet, ab zu Liv. Die einzige Möglichkeit, die mir gerade in den Sinn kommt, oder wir tauschen, wie gesagt, die Teile mit Wonkers aus. Aber ich will Wonkers gar nicht auseinandernehmen. Ah, also du bist mir genauso... Wenn du einen Haufen Geld machen willst, ja, gibt es keinen besseren Ort als Casablanca. Das seht ihr, was ich meine? Oh, ihr seid sogar Drillinge. Schaut euch das an. Also fällt euch was auf? Hier ist immer Bewegung. Hier verändert sich auch die Anzahl der Leute. Sie duplizieren sich auch oder verdreifachen sich, wie ihr da hinten sehen könnt. Aber diese Dame hier ist immer noch hier. Es ist sehr auffällig, sehr suspekt. Dies ist so ein netter... Ja, ich hab verstanden. Vielleicht ist dies aber auch nur ein Zufall. Ich weiß es nicht. Hey, dich kennen wir doch. Du wohnst doch bei Risa, oder? Och Mensch. Keiner will sich so wirklich mit uns unterhalten. Beziehungsweise sinnig unterhalten. Solif, du willst ja auf dem aktuellen Stand bleiben, oder nicht? Du bist kräftig am Arbeiten, wie ich sehe. Leaf? Was ist denn, Süße? Nichts weiter. Ich wollte nur noch mal reinschauen und Hallo sagen. Bis später dann, okay? Okay. Wir wollten aber auch mehr. Was stand da? Ich habe das so schnell nicht lesen können. Ah ja. Ja, das Spiel muss uns natürlich wieder einführen. Wir sind im Tutorial aber schon zuvor gekommen. Und da haben wir das, was wir wollten. Hey Leaf, ich brauche ein wenig Hilfe. Klar, was denn? Die Spinne hat Reesers Wattilla gebraten und ich muss ihn zum Laufen kriegen, um sein Notebook zu finden. Ich habe einige Teile aus Lucia mitgebracht, aber ich denke, sie sind kaputt. Ich werfe mal einen Blick drauf. Gib sie mir. Kannst du sie reparieren? Okay, aber leider kann ich keins davon reparieren. Sie wurden total gebraten. Hast du irgendwelche Ersatzteile? Ich habe hier irgendwo eine Stromquelle. Warte mal. Gott sei Dank ist unsere beste Freundin so begabt.
Es sollte jetzt eigentlich funktionieren, aber ich fürchte, ich habe keinen Prozessorkristall auf Lager. Wenn du das jetzt nicht reparieren kannst, was ist dann mit Lucias Erinnerungen? Die Daten werden ständig in einem zweiten Kristall als Backup gesichert. Dazu kannst du jedes beliebige Wartilla-Hirn benutzen. Was ist mit den Wartillas, die du hier verkaufst? Haben sie keine Hirne? Es sind nur Hüllen, Generalüberholte. Ich warte auf eine Bestellung der Warty Corp, aber sie wird nicht vor nächster Woche hier sein. Tut mir leid. Okay, dann muss ich mir selbst eine Lösung ausdenken. Vielen Dank, Leaf. Die Lösung ist schon parat. Sie steht direkt vor uns, vor unserem Auge. Du weißt es noch nicht, Zoe, aber wir wissen es. Ich habe eine neue Wartilla-Batterie von Liv bekommen. Jetzt brauche ich nur noch eine Prozessoreinheit, die arbeitet. Wo kann ich einen funktionierenden Wartilla finden? Dass ich Zoe nicht selbst diese Frage beantworten kann. Wer könnte uns denn weiterhelfen? Wonkas natürlich. Jetzt finde ich noch nicht mal nach Hause. Doch, hier ist unser hübsches, gemütliches Heim. Vielleicht sollten wir uns mal was zu essen machen. Nicht viel drin. Naja, dann eben nicht. Ich koche gar nichts. Nicht, solange es irgendwo Essen zum Mitnehmen gibt. Ja, das hattest du ja schon mal erwähnt, was ich irgendwie sehr schade finde, Zoe. Also selbstgemachtes Essen ist im Endeffekt doch um einiges schmackhafter und lohnender. So, Wonkas. Zoe. Ja, hi, Wonkas. Ach, wie schön, dass du uns immer so toll begrüßt. Und er summt ein Liedchen. Ach, wie süß. Hey, Wonkas, ich möchte, dass du dich für mich einmal abschaltest. Warum? Weil ich möchte, dass du für eine Weile schläfst. Ist recht, Zoe. Versprich mir, dass du mich später wieder aufwächst. Selbstverständlich. Ich verspreche es. Nächtchennacht. Sorry. Ich baue dich wieder zusammen, wenn dies alles vorüber ist. Wirklich, Zoe. Das musst du wirklich tun. Ich muss nur noch den Hals ein bisschen drehen. Da. Autsch! Da ist er. Der Prozessorkristall. Der arme alte Wonkas ist hirnlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir reparieren dich, wir bauen dich wieder zusammen, Wonkas. Keine Sorge. Das ist versprochen. Wir können doch versuchen, beides zu verbinden. Das müsste doch vielleicht klappen. Wir probieren es einfach mal. Ach, das geht doch nicht. Okay. Tja, dann würde ich sagen, zurück zu Risa. Oder nochmal zu Liv. Ich meine, bei ihr würde ich mich sicherer fühlen und sie hat die perfekten Höhlen. Oder wahrscheinlich kann sie den Kristall ja durch den neuen Prozessor besser auslesen. Notfalls müssen wir wieder zurück. Oh. Ich habe sowohl die Batterie als auch das Gehirn. Damit sollte ich Lucia wieder auf die Beine bringen können. Ich bete, dass ich das schaffe. Notfalls, ja, müssen wir nochmal zu Risa zurück, was ich eigentlich nicht will, weil ich mich bei Liv doch weitaus wohler fühle. Liv? Was ist denn, Süße? Nichts weiter. Ach, schon wieder den falschen Dialog gewählt oder die falsche Aktion. Dann doch zurück zu Risa. Das gefällt mir nicht. Vor allem, es ist ja auch gar nicht auffällig, dass wir uns ständig zwischen seinem Apartment und unserem Heim und zwischen seinem Apartment und Liv hin und her wechseln. Da seht ihr, sie ist immer noch da. Hier stimmt irgendwas nicht, das ist mir nicht ganz koscher, ganz ehrlich. Ich sehe ihn ständig hier unten. Er muss in der Nähe leben. Es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwann unverkleidet in Risas Apartment steht. Was meinte Risa? Durch irgendeinen Satz konnten wir sie aktivieren, auf jeden Fall zu der Kopie gelangen. Risa lebt jetzt seit fast 5 Jahren. Ja.
Noch ist alles sicher. Noch ist der Weg nach wie vor frei. Ich hoffe, das bleibt auch so. Na gut, dann mit was beginnen wir denn? Wir probieren einfach irgendwas aus. Wir integrieren erst die Energiequelle. Und jetzt das Gehirn, oder nicht? Arme Kleine. Zoe, ich habe von dir geträumt. Ich hatte viele Träume. Ich träumte, dass du mir mein Gedächtnis wegnahmst. Jetzt bist du wieder okay, Lucia. Bin ich? Oh, das ist gut. Wo ist Risa? Ich bin sicher, er wird bald zurück sein. Gut. Ich vermisse Risa. Lucia ist wieder wach. Jetzt muss ich ihr nur noch das Kennwort sagen. Und sie wird mir den geheimen Safe von Risa öffnen. So hoffe ich. Wir werden es herausfinden. Meine Erinnerung wird mich wieder zurückführen. Besser gesagt, leiten. Ich werde mich schon erinnern können, so hoffe ich. Und ich hoffe, dass ich nicht unterbrochen werde. Lucia? Ja, Zoe? Bitte, bitte lass diese Arbeit. Ich werde hier sein, wenn du zurückkommst. Das ist das Kennwort, Zoe. Ich denke, du hast eine Nachricht erhalten. Sorge dich nicht. Risa ist wahrscheinlich okay, aber du müsstest ihm einen Gefallen tun. Er verwahrt ein Notebook in seinem Safe. Es enthält Informationen über die Stories, an denen er zurzeit arbeitet. Es ist verschlüsselt, aber Olivia sollte imstande sein, es zu entschlüsseln. Bitte sie, es bei sich zu behalten und lass es nicht in falsche Hände geraten. Wenn ihm etwas zustößt, dann ist es wahrscheinlich wegen des Notebooks. Stelle in diesem Fall sicher, dass die Wahrheit veröffentlicht wird. Folge mir, Zoe. Ich werde den Safe für dich öffnen. Das war ja einfacher als gedacht. Oh, wie clever. Lucia ist wieder auf den Beinen. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über Wonkas sagen. Das werden wir schon hinbekommen, keine Sorge. Ich kann das Notepad sehen. Das werden wir auch gleich an uns nehmen, aber vielleicht könnte Lucia... Ja, vielleicht finden wir mehr über Risa, über Lucia heraus. Sagen wir es mal so. Wo ist Risa? Ich vermisse Risa. Ich bin sicher, dass er bald zurück sein wird. Gut. Ich werde genau hier auf ihn warten. Ich will sie nicht wieder ins Traumland schicken, noch nicht. Also nehmen wir die geheime Kopie an uns. Risas Notebook. Versiegelt und verschlüsselt. Natürlich. Olivia weiß sicher, wie man es öffnet. Oh nein, was habe ich euch gesagt? Hey, hey, was tun Sie hier? Wer sind Sie? Zwei tun Sie von das euch? Nicht? Warum lasst ihr von uns? Was ist passiert? Wer war das?